In welcher Welt es die globale AG nicht mehr gäbe? In der Welt, in der es keine Kartelle, Terrorvereinigungen und Gangsterstaaten mehr gibt. Ich möchte sehr gern diese Firma schließen. Die Global AG ist ein internationaler Dienstleister, wir sind auch Hersteller. Unser Spektrum deckt alles im Bereich Verteidigung und Sicherheit ab. Bread and Butter ist bei uns Heavy Industries, das heißt Panzerfahrzeuge, Fernlenkraketen, Drohnen, Beobachtungssysteme, sowas. Wohnmodule militärischer und ziviler Applikationen. Außerdem bieten wir Fortbildung im Bereich der staatlichen und der privaten Sicherheit an, Polizei, Militär. Im Verteidigungssektor, im Sicherheitssektor gibt es keine Aufgabenstellung, die wir nicht wahrnehmen können. Wir sind hier in der Ostukraine. Dnipro ist die letzte große Stadt, bevor es in das Gebiet der Spezialoperation, die früher ATO hieß, antiterroristische Operation. Mittlerweile ist es die Operation der vereinten Truppengattungen. Wir sind hier seit 2014. 2014 wurden wir hier rübergeholt von der damaligen Regierung. Was Ausbildung und Ausrüstung unserer Mitarbeiter angeht, streben wir natürlich die Konkurrenzfreiheit an. Das heißt, wir möchten konkurrenzlos gut ausgebildete und ausgerüstete Mitarbeiter haben. Da sind wir gerade ganz gut mit, aufgrund dessen, dass wir verschiedene Ausrüstungsgegenstände, wiederum wie das Next Level Body Armor System und die in zukünftig geführte Langwaffe, die Universal Self-Loading Plattform, selber entwickeln. Mein Name ist Alexander Jag, bin 32 Jahre alt, bin der Head of Office für die Global AG hier in der Ukraine.